Das Wort hat nun der Fraktionsvorsitzende der AfD, Josef Dörr. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja immer so nett, wenn die Kollegin von der CDU ihre launigen Beiträge, die sie lange vorbereitet hat, hier vorträgt. Und wenn das dann auch noch in der Koalition auf Zustimmung stößt, dann bin ich ja auch fast gerührt. Aber es gab ja auch von dran einen sachlichen Beitrag von der Frau Spaniol von den Linken. Und wenn mein Antrag oder unser Antrag allein schon dazu geführt hat, dass diese Ausführungen hier gemacht wurden, die also wichtig und sinnvoll sind, dann hat sich schon gelohnt, im Gegensatz zu dem, was der Herr Renner immer meint, nach mir sagen zu müssen. Also das ist eigentlich disqualifizierend, Herr Renner. Da müssen Sie auch mal ein bisschen mit mehr aufwarten. Also das ist ja auch nicht gedacht, hier jetzt das Schulwesen umzukrempeln. Das ist, unser Antrag ist gedacht, einen Einstieg zu vollführen, einen Einstieg in zum Beispiel die Gleichwertigkeit der beiden Schultypen, die wir haben, Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Man kann sich das nicht nur auf die Fahnen schreiben, man muss es auch umsetzen. Und wie Kollegin Spaniol gesagt hat, das kostet dann auch was. Und das muss man sich dann auch kosten lassen. Und dann muss man auch mal Vorschriften ändern. Und wenn es nicht damit getan ist, die Verordnung zu ändern, sondern auch das Gesetz zu ändern, dann kann man das ja auch noch machen. Das ist also kein Problem. Und eine Sache ist noch angesprochen worden von Frau Spaniol, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich persönlich halte es für einen Skandal, dass man genötigt ist, die Schulform oder den Schulstandort für sein Kind zu erlosen. Da gibt es ja dann Härtefälle hier, Härtefälle da, viel Bürokratie und am Schluss muss unter Umständen doch einmal gelost werden. Und das ist eine Armutserklärung. Also ich denke, das müsste man organisatorisch immer so hinkriegen, dass es passt. Herzlichen Dank.